Ja, mein Name ist Otto Cornelius, ich bin der erste Vorsitzende vom Schaustellerverband Tecklenburger Land mit Sitz hier in Ebbenbüren und herzlich willkommen im Ibiland. Was gibt's hier alles an Fahrgeschäften? Ja, wir fangen mal hier vorne an mit der Troika. Die Troika ist ein Musikexpress-Unikat mit einer doch wunderschönen Schneeaufmachung. Direkt daneben steht der Mach 1, der Propeller der Familie Fehlauer. Und wenn wir dann Richtung Blick Riesenrad laufen, kommen wir am Scheibenwischer Adventure vorbei. Dann müssen wir rechts um die Ecke und laufen direkt auf die ehemalige wilde Maus, Katze und Maus der Familie Vorlopp zu, die mittlerweile den Besitzer gewechselt hat vor einigen Jahren, die umgestylt worden ist auf X-Racer der Familie Klünder, was meines Erachtens besser in die Zeit passt wie wilde Maus. Wenn wir dann links weiter weggehen, laufen wir auf den Autoscooter der Familie Braun zu, die jetzt die neuesten Driftautos hat. Rechts weiter der Breakdance von Fehlauers. Weiter vorbei am Riesenrad der Familie Cornelius mit Blick auf die Wasserbahn, Wildwasserbahn der Familie Klünder. Zur rechten Hand auf dem Weg zur Wasserbahn sehen wir die verrückte Farm, das Laufgeschäft Familie Cornelius. Und wenn man da mit dem Rücken zusteht, sieht man genau auf die Schaukel der Familie Lagerin den Hip-Hop-Fly. Weiter den Twister Hollywood-Star der Familie Kläuser. Und wenn wir dann links durch die Bäume durchlaufen, dann sehen wir auf der linken Seite noch den neuesten Spiegelglas-Irrgarten mit 3D-Effekt der Familie Oberschelp, den Crystal City. Ja, und dann sind wir schon so ziemlich wieder an der Troika angelangt. Sicherlich haben wir noch einige Karussells für Kinder. Zwei Kinderschleifen der Familie Horz, ein Bungee-Springen, ein Babyfluch. Also der Eingang hieß ja schon sehr vielversprechend hier mit den Palmen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das waren unsere Frauen. Wenn es was Blumen angeht, das machen die Frauen. Das ist auch sehr schön gelegen hier, sehr viele Bäume. Ja, ein ganz tolles Ambiente hat diese Stelle hier. So, hinter uns sehen wir die Kontaktformulare, die müssen hier ausgefüllt werden. Richtig, die werden ausgefüllt und beim Verlassen des Parks wieder abgegeben, damit wir die Uhrzeit eintragen können. Und die werden nach 4 Wochen dann vernichtet, sofern wir keinen Corona-Fall haben, wofür wir ausgehen. Können Sie uns etwas über das Sicherheits- und Hygienekonzept sagen, wie das hier umgesetzt worden ist? Das Sicherheitskonzept ist recht simpel gehalten. Wir alle sind hier Sicherheitsbeauftragte, die Beschicker und Schausteller. Das Hygienekonzept ist, wie Sie ja sehen, überall auf den Bodenflächen sind Abstandsregeln aufgebracht. Des Weiteren stehen sehr viele Ständer, wo den Leuten suggeriert wird, sie haben Abstand zu halten. Abstandsketten an den einzelnen Geschäften und Aufkleber auf den Fußböden, dass die Leute bitte den Abstand einhalten müssen. Die Benimmregeln wie in die Ellenbogen husten und derlei alle, da haben wir angebracht. Des Weiteren ist an jedem Geschäft ein Handdesinfektionsmittel, steht da zur Verfügung, nach jeder Fahrt in einem Karussell oder nach jedem Bedienen an einem Spiel- oder Imbissgeschäft. Dann haben wir hier unsere eigene Währung, den Ibitaler, der desinfiziert immer zu 10 Euro. Für 10 Euro gibt es 10 Ibitaler, desinfiziert in Tüten weitergegeben wird. Alles Weitere erfahrt ihr vor Ort. Kann ein Kirmes-Freizeitpark die Kirmes ersetzen? Nein, auf gar keinen Fall. Die Atmosphäre und die Traditionen von Großkirmesen, gerade wie wir sie hier in Ebbenbüren haben, mit nahezu 300.000 Besuchern im Jahr, kann so ein Freizeitpark keinen Fall ersetzen. Was gibt es hier an Spielgeschäften? Wir haben mehrfach Entenangeln, Pfeilwerfen. Wir haben viele Spielautomaten, Greifer, Monster Drop, Ballwerfen und alles, was zu einem vernünftigen Volksfest gehört. Und hier gibt es auch die kirmestypischen Spezialitäten. Ja, selbstverständlich. Bratwurst, Schaschlik vom Grill, es gibt China-Nudeln, es gibt Pizza, alles nur vom Feinsten und am leckersten. Was gibt es hier an Zuckerwaren? Schau mal, Markus. Ja, wir haben 3 Mandelwagen, spezielle, und hier im Eingangsbereich ist nochmal die Firma Klausen mit einem etwas größeren Zuckerprogramm, die aus Holstein kommen und bei uns auch zur Ebenbürner Großkirmes stehen. Wenn man hier über das Gelände geht, dann fühlt man sich wie Kirmes. Also die Besucher sagen, es sieht aus wie Kirmes, es riecht wie Kirmes, aber so eine richtige Kirmes ist es nicht, aber es kommt der richtigen Kirmes sehr nah. Wie kommt man am besten her? Ja, am besten über die Autobahn 31, wenn Sie aus Richtung von der A1 kommen, Lotterkreuz Richtung Amsterdam fahren, und wenn Sie die 31 fahren, dann Schüttorfer Kreuz Richtung Hannover, und dann kommen Sie automatisch hier am Ibiland vorbei. Das Ibiland hat vor und hinter dem Park jeweils eine Autobahnabfahrt. Also vorbeifahren ist nahezu unmöglich, da muss man blind sein.
Wie ist das hier mit dem Eintritt und den Parkplätzen? Also Parkplatz haben wir hier direkt am Gelände, maximal 50 Meter Fußlauf. Die Parkgebühr liegt bei 2 Euro. Der Parkeintritt ist frei. Dafür haben wir dieses, wie eben schon gesagt, dieses desinfizierte Ebitaler, der in der Tüte eingeschweißt ist. Das ist die Währung hier. Das ist sozusagen 10 Euro Zwangsumtausch. Und damit kann man alles machen, was man machen möchte. Hallo, mein Name ist Walter Adriano Horz. Ich bin der stellvertretende Vorsitzende vom Schaustellerverein Tecklenburger Land. Wie hast du Corona erlebt bis jetzt? Ja, ich muss sagen, am Anfang des Jahres, wo die ersten Veranstaltungen abgesagt worden sind, war ich erschüttert. Aber gut, da war ich trotzdem noch optimistisch und habe gedacht, okay, ich sag mal, wir warten mal bis zum Sommer ab. Das wird schon irgendwie losgehen. Ja, und jetzt mittlerweile muss ich sagen, fühle ich mich von der Politik in Deutschland ein bisschen in den Stich gelassen. Weil wenn ich so die ganzen Strandpromenaden oder auch die Innenstädte so beobachte, finde ich, ist ein Kirmesbesuch oder ein Jahrmarktbesuch genau das Gleiche. Und momentan werden wir ein bisschen anders behandelt. Und ich würde mir wünschen, dass wir da doch vielleicht ein bisschen mehr Gleichberechtigung hinbekommen. Und ich sag mal, im Moment ist es ganz unsicher. Dieses Perspektivlose, das ist das, was natürlich einen sehr belastet. Man weiß einfach nicht, wie es weitergeht, ne? Und wann dieser Albtraum endlich ein Ende nimmt. Ist ein Pop-Up-Park ein Ersatz für eine Kirmes? Nein, in keinster Weise. Ich muss sagen, den ersten Monat war es so, dass man den Kühlschrank voll hatte, ein, zwei kleine Rechnungen bezahlen konnte, aber mit einer normalen Kirmes oder mit einem normalen Jahrmarkt oder mit einer ganz normalen Traditionsveranstaltung kann man das in keinster Weise vergleichen. Es hat ja auch einen Grund, dass er hier den Pop-Up-Freizeitpark aufgemacht hat. Ja, der erste Grund ist natürlich, dass wir wirklich Kollegen hatten. Ich sag mal, bei meinem Vorsitzenden und auch bei mir sind viele Kollegen auf uns zugekommen, die haben gesagt, langsam wird es knapp im Portemonnaie. Ich sag mal, das war der erste Grund. Und natürlich ein ganz, ganz wichtiger weiterer Punkt ist, dass wir auch der Politik in Deutschland beweisen, dass man auch unter Corona-Bedingungen auf den Jahrmarkt gehen kann oder dass man so eine Veranstaltung auch unter Corona-Bedingungen durchführen kann. Das war uns ganz, ganz wichtig. So, liebe Freunde, kennt ihr das schon? Hier gibt es die Bubble-Waffeln. Das ist ganz neu und super mega lecker. Schauen wir mal. Das sieht aber wirklich lecker aus. Ey, ich habe bestimmt schon 3 gegessen, ist mal was anderes. Richtig schön lecker mit Eis und ein bisschen was Süßes drauf oder Früchten. Sehr lecker. Im Hintergrund seht ihr jetzt den Avengers, den wir hier haben, und ich glaube, da fahren wir jetzt mal mit, oder? Oberschelp und mir gehört das Crystal City Glas Labyrinth. Und Oberschelp ist ja eine bekannte Schaustellerfamilie. Ihr habt ja jede Menge Geschäfte. Ja, richtig. Mein Bruder hat noch den Mr. Gravity, mein Neffe hat den High Impress, der sind da jetzt gerade mit im Worms. Und eine Rutsche haben wir auch noch. Ja, und der Kirmes Markus hat dich mal überlegt, mal nach dir zu kommen. Ja, freut mich. Wir haben es ja letztes Mal in Eschweiler gesehen. Jetzt sehen wir uns hier wieder. Ich habe mal eine Frage. Wie findest du bislang das Ibiland? Wie sind deine ersten Einschätzungen? Also mir gefällt es hier sehr, sehr gut, weil... Also, ich finde es immer ganz wichtig, dass so ein Pop-Up-Freizeitpark an der Kirmes angelehnt ist, weil die Schausteller machen ja Kirmes und die Kirmes sollte nicht in Vergessenheit geraten. Und das ist hier gegeben, das ist richtig cool hier, das ist aufgebaut wie eine Kirmes, aber man muss dazu sagen, es ist natürlich auch wunderschön gelegen hier, mitten in der Natur mit vielen Bäumen. Und das macht das Ganze natürlich noch attraktiver, weil durch diese Umgebung hier, durch die Landschaft, hat man auch so ein bisschen Freizeitparkgefühl, denn es ist ja ein Pop-Up-Freizeitpark. Dieses Wort wird nicht gerne benutzt. Die Schausteller machen ja am liebsten Kirmes und das können die am besten. Aber im Moment gibt es ja keine andere Möglichkeit, als das als so einen Park zu verpacken. Weil sonst darf die Kirmes ja nicht aufmachen. Und deshalb sage ich mal Pop-Up-Freizeitpark. Ja, vielen Dank, Markus, für deine ehrliche Einschätzung. Und wir sind stolz darauf, dich hier in Ibiland als Gast begrüßen zu dürfen. Danke. Und nun einige Eindrücke, was man alles im Ibiland hier erleben kann. Oh.
gut, na gut, dann krieg ich ihn noch ein. Volle Bulle. The front, now you see them showing up. So what's up, I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to fight for all of these bitches. I ain't got time, cause they all in they feelings. I said again, yeah, we making a killing. It's 2020 and they notice a vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we schön, dass du da warst. Lass gerne wiederkommen. Und wir sehen uns.